Ich habe euch schon oft bewiesen, dass Sonic 06 und auch Sonic Boom weit davon entfernt sind, die schlechtesten Sonic-Spiele zu sein, denn in Wirklichkeit liegen die unbekannten Abgründe sehr, sehr viel tiefer. Und ich habe den Boden noch nicht gefunden. Auf unserer Suche nach dem Boden im großen Sonic-Abgrund graben wir diesmal noch ein Stückchen tiefer und nur den wenigsten ist dabei die Tragweite bewusst. In dem Sinne, willkommen zu Let's Test. Sonic Patoka, Hatsim! Waku Waku Sonic Patrol Car. Juhu! Da freut er sich. Das erste Arcade-Spiel von Segas neuem Maskottchen. Und das erste Game nach Sonic 1 für Mega Drive, Master System und Game Gear im Dezember 1991 nur in Japan erschienen. Zum Glück. Nun, man weiß nicht genau an welchem Tag, da am 28. Dezember 1991 ebenfalls nur in Japan Sonic Eraser fürs Mega Drive rauskam. Wir gehen einfach mal von aus, dass es hier vor dem 28. Dezember erschienen ist. Ist zumindest eine hohe Rate, dass es trifft. Ja, 100 Yen sollen das sein. Der Eggman wird uns sagen, werf deine Münzen rein. Doch lohnt es sich, das Geld auszugeben. Wir gehen das Spiel unbefangen an. Wie wir erkennen können, ist Sonic hier unterwegs in einem Polizeiauto. Und das ist eine lustige Sache. Ich erinnere mich früher vor den Supermärkten, da standen immer diese... Oder teilweise stehen sie bestimmt irgendwo noch, aber in denen, wo ich damals war, stehen sie nicht mehr, ne? Wo du den Münzen einwerfen konntest und haben die Autos ein bisschen gewackelt. In der gleichen Zeit war Japan uns ein bisschen voraus, ne? Okay, pass auf. Ich habe hier eine Tastenbelegung. Lange Zeit war es mir nicht möglich, dieses Game auszuprobieren, weil Spielhallenautomat. Es fällt unter die Kategorie Arcade. Ich starte mal. Ja, minna konnichiwa. Also Sonico und Arigato habe ich schon verstanden. So, was können wir machen in dem Spiel? Wir können nach links und nach rechts lenken, ne? Oh, das ist... Ja, Entschuldigung, der kam aus dem Nichts. Ich bin zwar wahrscheinlich im Gegenverkehr, aber das ist doch kein Grund. Rote Ampel, anhalten, die Tierchen müssen rüber, klar, und jetzt darf es weitergehen. Ich kann noch mehr machen, es gibt noch mehr Tasten als links und rechts, nämlich links und rechts blinken oder Handbewegungen machen. Geht das auch gleichzeitig? Alter, das sprengt den Rahmen. Ja, guck mal, der hat einfach angehalten, kein Wunder. Die fahren wie die Säue hier. Und was ich noch machen kann, ist die Sirene an. Das ist dieses spannende Geräusch. Oh nein! Eggman! Bomben! Ja, dürfen nicht fehlen, ne? Wir können auch attackieren! Es gibt eine Attackentaste. Und zwar... Okay, es ist eher eine Sprungtaste. Und wir haben das Spiel durchgespielt, Leute! Thank you! Die letzten Worte sind auf Englisch. Und ich krieg 3 von 5 Sternen, also ich bitte euch. Das war's! Sagen wir... Der größte Kritikpunkt am Spiel ist der Umfang. Und ich glaube, man hat auch ein bisschen mehr davon, wenn man Japanisch versteht. Gut, jetzt haben wir hier aber auch vor der Brust den allerersten Sonic-Synchronsprecher überhaupt. Und namentlich heißt er Takeshi Kusao. Ja, und der von Dr. Eggman heißt Masaharu Sato. Ja. Das sind noch dieselben, die dann nochmal zum Zuge kamen in dem Arcade-Spiel Sega Sonic the Hedgehog. Da hatte ich zwar auch schon mal einen letzten Test dazu gemacht. Eine andere Qualitätsebene. Ja, werfen wir doch nochmal 100 Yen ein, oder? Ich würde sagen.
Das hat Spaß gemacht, das machen wir nochmal. Ich spiele das Spiel gleich zweimal durch. Also, es ist ja so, dass dieses Spiel halt oft auftritt in irgendwelchen Videos, die alle Sonic-Spiele zusammenschneiden. Da fallen vielen Leuten Waku Waku Sonic Patrol Car auf. Ich versuch's mal direkt mit Springen. Was bringt mir das eigentlich? Und ich kann... Boah! Ich kann boosten. Aber ne, bei Rot unbedingt anhalten macht er auch automatisch. Da kann man gar nichts falsch machen. Jetzt geht er volle Düse. Gotta go fast. Ja, warum fahren die nicht? Der linke Streifen hier. Gib Gummi. Oh, wollen sie die Einrastfunktion aktivieren? Ich mach das. Habt ihr das? Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht aber auch nicht. Egal. Ja, weil ich die Taste betätige mit dem... mit der Einschaltfunktion. Wir beachten die Palmen links und rechts. Die Gehwege sind gepflastert mit den Green Hill Palmen. Dr. Eggman. Ne, an die Leute, die denen nicht bewusst ist, dass er schon immer Dr. Eggman hieß. Da sagte er es selbst im Jahre 1991. Ja, was das soll, ist ja auch ganz klar. Sega, die versucht hat. Kann ich den überholen oder so? Also permanent Gas gebe ich ja hier nichts falsch machen. Kann man den besiegen? Man kann ja nicht attackieren. Du musst ja aufpassen im Straßenverkehr. Darf ich eigentlich mal fragen, was man tut? Wozu unternehmen wir diese Reise? Kriegt man immer 3 Sterne? Wir machen jetzt nochmal und ich versuch's ohne Crash. Da mache ich aber auch keinen Speed. Vielleicht muss man dann noch immer blinken, wenn man nach links oder rechts abbiegt. Aber wisst ihr was? Wie wäre es, wenn ich einfach nicht nach links oder rechts abbiege? Ihr könnt das Spiel übrigens selber spielen. Vielleicht haue ich den Link in die Beschreibung. Denn das Ganze gibt's online. Einfach online spielbar. Also hier ist 30, ne? Wenn ich jetzt nichts falsch mache und den Bomben von Eggman ausweiche, müsste ich doch 5 Sterne bekommen. So. Ein bisschen schnell. Ich traue mich nicht schneller zu fahren, ehrlich gesagt. Aber warum ist man auf der linken Spur langsamer? Vielleicht liegt es ja an Japan. Aber nee, warum fährt Sonic überhaupt? Er fährt von der Polizeistation zur Polizeistation. Ich glaube aber, dass ein kleines bisschen cooler war, weil du in so einem Wagen drin saßt und dort auf dem Monitor dieses Spiel sich abspielte. Nein, ich will es perfekt machen. Was hat der Pfeil zu bedeuten? Ich soll nach hinten, ne? Oder ich soll eine bestimmte Taste drücken. Ich blink. So, ich bin in nix reingerast. Ich will jetzt mindestens 4 Sterne haben. Das klingt gut. Nee, man kriegt immer 3 Sterne. Das ist, einmal bin ich voll der Rowdy, einmal bin ich übervorsichtig und mache keine Kollision. Es gibt immer 3 Sterne. Damit die Kinder sich einfach nicht ärgern. Das würde mich nicht mal wundern, wenn das wirklich so ist. Dass immer dasselbe Ergebnis ist. Und die deswegen... Ja? Die deswegen das eingebaut haben, dass du es immer wieder versuchst, um eine bessere Bewertung zu kriegen, aber es gibt keine Möglichkeit, besser abzuschneiden. Leute, wir spielen es auch zum 4. Mal durch, in einem Video. Und diesmal versuche ich, die Bomben auf ihn zurückzuschleudern. Also, alle Tasten, ne? Links, rechts, Blinker, ne? Haben wir geklärt. Die Sirene? Ober, Sirene, da. Aber bei Sirene müsst ihr stehen bleiben, oder? Und Attack habe ich auch. Das hier nennt sich Attack. Muss man den... Ich weiß es nicht genau. Und das ist Boost.
Ja, das tut mir jetzt leid, aber das scheint ja den Bock nicht fett zu machen. Wir müssen bei Eggman irgendwas tun. Hier ist Springen und da ist Speeden. Ich habe volle Kontrolle jetzt. Ich versuch's. Boah! Habe ich das vorher noch nicht gesehen? Wie er das Auto weghaut? Hat ich vielleicht... Oh, ich mache ihm Schaden! Wow, es geht, da passiert was! Nein, ich möchte nicht die Einschalttaste betätigen. Alter, ich kann ihn besiegen! Leute, 100% Run! Wir haben den Tag gerettet. Na gut, für irgendwas mussten diese Tasten ja gut sein. Aber man kriegt trotzdem nicht mehr als 3 Sterne. Ja! Mann, was ne Gaudi! Und jetzt mal ganz for real, ne? Alleine aufgrund des Umfangs ist es ja wohl das schlechteste Sonic-Spiel überhaupt. Also, wer hätte es gedacht? Sogar die Sonic Jam-Version für Tiger Gamecom bietet ja mehr, weil du da trotz miserabelster Steuerung... Die Steuerung in Waku Waku Sonic Patrol Car ist besser als die in Sonic Jam für Tiger Gamecom. Aber der hat immer ein paar Level und du kannst dich wahrscheinlich 20 oder sogar 30 Minuten mit dem Spiel beschäftigen. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ja, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Muss man gleichzeitig boosten und springen, dass er auf Eggman drauf hüpft? Und gibt es doch irgendeine Möglichkeit, an die 3 Sterne zu kommen? An mehr als 3 Sterne zu kommen oder weniger? Ich versuche mal einen absolut dummen Run, ne? So schlecht wie nur irgendwie möglich. In jedes Auto reinrasen. Am besten die Tiere überfahren, wobei das ist nicht möglich. Und jede Bombe von Eggman mitnehmen. Wie viele Sterne werden wir bekommen? Wie stehen die Wetten? Also, ja, und Segas Vermarktung. Gegenverkehr hat man die besten Karten erwischt zu werden, oder? Boah. Den nehme ich auch noch mit. Nee, der überholt mich nicht. Ja, Sega hat ja den großen Plan gehabt, Sonic zu vermarkten bis zum geht nicht mehr und was die alles gemacht haben, ne? Die Marketingabteilung war sehr aktiv. Aktiver als die Entwickler, möchte man sagen. Aber das hier waren noch erste sehr sanfte Schritte, die wahrscheinlich nicht viel ausgemacht haben. Und ich sag mal so, das hier sah bestimmt auch irgendwo in so einer Einkaufspassage krass aus. Und die Kinder standen bestimmt mal davor und haben gesagt, Mama, ich will! Auf Japanisch. Aber nachdem die das einmal gespielt haben, war dann auch gut und die Kinder hatten bestimmt nicht das Verlangen, das nochmal zu erleben. Klar, die Zielgruppe sind sehr, sehr kleine Kinder. Machen wir uns nichts vor. Aber das ändert nichts daran. Das ist ein offizieller Sonic-Release. Und eins der ersten Spiele. Und es bietet so gut wie keinen Inhalt. Und Sterne? Es gibt keinen. See no difference. Man kann nur 3 Sterne bekommen, oder was? Oder ist es gar nicht die Endabrechnung, sondern so ein Sheriff hat ja auf den Schultern, wobei, ich weiß nicht, ob es auch in Japan so ist. Egal. Leute, wunderbar, ne? Was eine Erfahrung. Haben wir wieder was gelernt? Wie fühlt ihr euch dabei? Wieder eine schöne Kindheitserinnerung vergessen und informiert sein über dieses Spiel? Dann haue ich euch noch einen Fact raus, und zwar, es gab Nachfolger von dem Game. Yeah. Aufgrund des großen Erfolges gibt es einen zweiten Teil und der soll besser sein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich den zum Laufen kriegen könnte. Aus dem Jahr 1993 namens Sega Sonic Cosmo Fighter Galaxy Patrol. Also statt Waku Waku Sonic Patrol Car heißt der zweite Teil Sega Sonic Cosmo Fighter Galaxy Patrol. Und ja, da spielt man im Weltraum und schießt so ein bisschen auf Eggman ab und so. Und das ist dieselbe Engine wie das hier, nur soll halt besser sein.
lassen wir mal so stehen. Werde ich vielleicht ein paar Jahren mal zeigen. Ich schätze, jetzt haben wir Waku Waku genug Screentime gewidmet und ich küre es zum neuen besten Sonic-Spiel aller Zeiten. Ja, wenn ihr was gelernt habt, dann gerne ein Like aufs Video hinterlassen und bis dann und ciao.